Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder eine 24-Stunden-Challenge für euch und auf die freue ich mich unglaublich doll. Heute überlasse ich meinen MS-Tag sozusagen wieder dem Schicksal, dem Zufall, wie man es auch immer sagen möchte. Und zwar werde ich heute Instagram-Food-Filter entscheiden lassen, was ich essen soll. Ich bin gestern extra auf die Suche gegangen nach coolen Food-Filtern, die halt so random aussuchen, was man eben zu der jeweiligen Mahlzeit essen soll oder zu dem jeweiligen Thema, was man halt gerade ausgewählt hat. Und da habe ich einige coole Filter gefunden und die werden, wie gesagt, heute entscheiden, was ich heute essen soll. Ich werde die jetzt gleich im Anschluss schon mal aufnehmen, sodass ich nicht vor jeder Mahlzeit nochmal einkaufen gehen muss, falls irgendwas kommt, wo ich das Lebensmittel eben nicht da habe. Deswegen werde ich jetzt gleich im Anschluss alle Filter einmal durchmachen und dann sozusagen damit meinen Tag füllen sozusagen. Ich freue mich, Leute. Ich bin richtig gespannt, was die Filter so entscheiden werden. Ich weiß, das ist alles total random. Das hat nichts mit irgendwie, keine Ahnung, so sehe ich aus und das passt zu meinem Aussehen, sondern das ist richtig random. Aber ich liebe es, einfach das Schicksal entscheiden zu lassen, was ich halt eben essen soll. Deswegen mache ich das. Freue mich, Leute. Bin sehr gespannt, was der Tag so bringen wird, was ich zu den jeweiligen Mahlzeiten essen soll. Würde sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern starte in den Tag mit dem Frühstück, mit dem random Frühstück und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen, Friends. Es ist Zeit fürs Frühstück. Und da habe ich gestern schon geguckt, was ich jetzt zum Frühstück oder was der Instagram-Filter sagt, was ich eben zum Frühstück essen soll, damit ich dafür auch schon einkaufen konnte. Und ich würde sagen, wir spulen mal die Zeit zurück und gucken uns an, was da der Instagram-Filter gesagt hat. So Leute, Frühstückszeit. Ich freue mich. Bin gespannt, was der Filter entscheidet. Ich habe den Filter jetzt hier, der mir sagen wird, was ich zum Frühstück heute essen soll. Der Filter heißt What Should I Have for Breakfast? Und ich bin gespannt. Ich werde ihn jetzt ausprobieren. Eine Acai Bowl mit Maulbeer, also das Granola, Banane, Erdbeeren, Blaubeeren. Oh mein Gott, Leute, nice. Oh mein Gott. Eine Acai Bowl. Ich bin eigentlich, habe ich auch gerade schon gesagt, nicht der größte Acai Bowl Fan. Ich werde mir jetzt trotzdem eine machen, weil der Instagram-Filter das gesagt hat. Und wenn ich die geil top, dann kann die vielleicht auch ganz lecker sein. Also Leute, ich werde mich mal ranmachen. Werde einfach random ein paar Sachen zusammenschmeißen. Ich habe gefrorene Bananen, gefrorene Beeren und sowas. Einfach random die Sachen zusammenschmeißen. Acai Bowl Pulver natürlich. Und mal gucken, ob da eine gute Acai Bowl draus wird. Fingers crossed, Leute. Have I been missing your letters? Did you write me at all? Or have I just forgotten how hard I fall? Is he stretching out your belt loops with his fingers and his thumbs? Doing everything that I do, was I not good enough? Does he feel better in your hands? Does he treat you better? Is he more of a man? I'd give you a kiss for every day that I've missed, just to show you that my lips taste better than his. When times get tough, he'll run away, but I'll be right beside you to make it okay. Leute, ich muss sagen, die ist richtig hübsch geworden. Oh mein Gott. Und dann, Leute, mit dem Cashew-Mus und dem Granola. Ich glaube, das ist eine richtig geile Kombination. Wie gesagt, vom Geschmack her, ich weiß nicht, es hat mich immer nie so richtig befriedigt, so eine Acai Bowl. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie das mit den Toppings ist. Und ich meine, vom Aussehen her kann man da wirklich nichts gegen sagen. So, let's try it. Ist ganz geil tatsächlich. Aber was hier auch wieder ist, ich bin irgendwie kein Fan davon, so eine kalte, also eine richtig kalte Basis zu haben. Ich weiß nicht warum. Ich mag ja auch Eis und so, aber also die ist lecker, auf jeden Fall. Und ich schreibe euch auch das Rezept für die Acai Bowl in die Infobox. Habe ich gerade, wie gesagt, alles random zusammengeschmissen. Rezept kriegt ihr auch, falls ihr das mögt. Aber ich zum Beispiel wäre nicht jemand, der mir das jeden Tag, oder ich könnte es mir nicht jeden Tag machen. Im Sommer kann ich es mir bestimmt nochmal machen oder werde ich es mir bestimmt auch nochmal machen. Aber so an sich, I don't know. Aber trotzdem ist das ein sehr leckerer Start in den Tag. Und die werde ich mir jetzt schmecken lassen und mich dann später wieder bei euch melden. So, Leute, ich habe gerade ein paar Uni-Aufgaben gemacht und es ist wieder Zeit, was zu fooden. Und da werden wir jetzt auch nochmal zurückgucken und gucken, was der Instagram-Filter da gesagt hat, was ich jetzt zum Lunch essen soll. Okay, Leute, der nächste Food-Filter heißt Food You Love. Und da wollen wir mal gucken, was dieser Filter sagt, was ich da essen soll. Spieße mit Paprika. Okay, sieht gut aus, Leute. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, das ist Fleisch, aber das kann man ja auch safe mit Tofu machen. Nice, Leute.
Spieße, Leute. Ich soll mir Spieße machen. Und zwar werde ich das jetzt mit Tofu machen. Und dann habe ich mir Zucchini gekauft statt Paprika, weil Paprikas aktuell definitiv zu teuer sind, Leute. Und Zwiebeln kommen da auch noch auf. Und die werde ich mir halt so machen und dann anbraten. Und dazu wird es aber mir aber noch was geben. Und zwar werde ich mir dazu noch diese Steakhouse-Pommes machen. Weil nur die Spieße an sich wäre, glaube ich, ein bisschen sad. Ja, das werde ich mir jetzt machen. Mir die Spieße aufspießen, anbraten, die Kartoffeln in den Ofen schieben und euch gleich das fertige Ergebnis zeigen. Can I trust my emotions? Is it the heat of the moment? 'Cause my heart just exploded when I saw your face. 'Cause your eyes held me captive. Ooh. I ain't asking for ransom, and I'm still not reacting. What am I waiting for? Am I afraid? Am I afraid? I wanna talk to you. I should've known. I should've known. I should've stopped for you. Ooh. So, Leute, meine Spieße und meine Pommes sind served. Und ich muss natürlich sagen, Spieße vom Grill sind natürlich geiler als aus der Pfanne. Aber ich glaube, dass es so auch ganz gut sein kann. Ich habe noch ein bisschen Soße drüber gegeben, so eine Teriyaki-Soße, die ist ganz geil. So krass wird es jetzt nicht schmecken. Ich meine, das ist Zucchini, ein bisschen gewürzt mit Tofu, also geräucherten, dieser Soße, Zwiebel und so. Das ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich musste mir auch erstmal diese Spieße eben kaufen. Aber wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Ist wie gesagt nicht special, aber ich habe mir sehr lange keine Spieße mehr selber gemacht. Nice Lunch, Leute. Nochmal eine von diesen Pommes probieren. Die habe ich übrigens bei Aldi Süd gekauft. In die Soße reindippen. Mhm. Sehr, sehr lecker, Leute. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Danach habe ich leider den ganzen Nachmittag Uni. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Stärkung dafür, auf jeden Fall schon mal. Genau, werde mir das jetzt schmecken lassen und mich dann danach nochmal kurz bei euch melden. Fertig. Es war sehr, sehr lecker, Friends. So, Friends, ich bin jetzt gut gestärkt auf jeden Fall für den Nachmittag Uni. Wie gesagt, ich habe den ganzen Nachmittag Uni. Da haben wir nämlich so ein Projekt mit so einer anderen Firma. Und das müssen wir, ja, da müssen wir so Fragen klären und weiter an unseren Evaluationszielen arbeiten und bla bla blub. Deswegen würde ich sagen, mache ich mir jetzt einen Tee, ein paar Getränke stelle ich mir hier noch mit hin und melde mich dann später wieder, wenn wir soweit durch sind. Also Leute, see you later. So, Leute, einige Zeit später, oh mein Gott, wir hatten jetzt, glaube ich, 4,5 Stunden Meeting am Stück und mein Kopf ist gerade einfach nur matsch und ich freue mich jetzt einfach nur darauf, mir was zu tun zu machen. Da habe ich natürlich den Instagram-Filter gefragt und da gucken wir jetzt mal rauf, was der mir gesagt hat, was ich mir jetzt mal zum Essen machen kann. Okay, Leute, der nächste Filter sagt mir, was ich jetzt essen soll. Schauen wir mal, was der Filter sagt, was ich jetzt essen soll. Also, da muss man drauf drücken. Kartoffeln und Spinat. Wow. I like. Ich mag die Kombi echt richtig, richtig gerne, Leute. Nice. Wow. Kartoffeln mit Spinat, Leute. Oh mein Gott, diese Kombi ist so gut und die habe ich mir viel zu lange nicht mehr gemacht. Das werde ich mir sogar selber machen. Ich habe nämlich frischen Blattspinat hier und so eine Hafersahne. Das heißt, ich werde mir so meinen eigenen cremigen Rahmspinat machen und ich freue mich sehr. Ich habe auch noch einen Filter gefunden, der mir sagt, was ich als Gemüse wäre. Das fand ich auch sehr interessant. Da gucken wir mal rauf, was der Filter gesagt hat. Welches Veggie-Teil bin ich? Let's see. Tomate. Hä, was kriege ich denn die ganzen Klassiker hier? Aber gut, okay. Tomato. Ja, ich bin offensichtlich eine Tomate. Das heißt, ich werde mir dazu auch noch eine Tomate aufschnibbeln. Ich werde mir auf jeden Fall noch irgendwas mit dazu aufschnibbeln, mit dazu packen sozusagen. Aber ich freue mich auf die Kombi aus Spinat und Kartoffeln. Denn die Kombi, Leute, ist richtig, richtig nice. Und ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme, diesen Spinat auch so geil cremig zu machen, wie man ihn so tiefgekühlt kaufen kann. Let's do this. Ich glaube, das ist mitunter eines der hässlichsten Gerichte, die ich seit langem gegessen habe. Aber Leute, es geht nicht um die Optik, sondern um den Geschmack.
Und ich habe gerade schon den Rahmspinat probiert. Irgendwie ist mir der zu flüssig geworden. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel von der Hafersahne reingegeben. Ich habe nicht ganz bedacht, dass der Spinat ja übel verfällt und ja auch nochmal Flüssigkeit abgibt. Deswegen. Aber es ist nicht schlimm, weil so kann ich die Kartoffeln so richtig geil stampfen und dann das mit der Hafersahne so vermischen. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich als Kind zum Beispiel immer richtig gerne gemacht. Aber Leute, ich werde nicht weiter drum rumreden, sondern das jetzt auch direkt probieren. Okay, Leute, let's try it. Oh mein Gott. Ja, dafür, dass es so schlecht aussieht, muss man ja schon sagen, es ist richtig lecker. Wie ich auch einfach den Spinat so komplett einfach auf die Kartoffeln raufgedingst habe. Aber Leute, es ist richtig lecker. Wow. Finde ich, schmeckt sogar besser als den man tiefgefroren kaufen kann tatsächlich. Und ist vegan. Mhm. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist zwar hässlich, aber sehr lecker. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und ich glaube, ich werde mir jetzt öfter Spinat mal selber machen. Also cremigen Rahmspinat selber machen. Das ist sehr, sehr lecker. Also Leute, leckere Kombi Spinat, also Rahmspinat mit Kartoffeln, hat der Instagram-Filter sehr gut entschieden. Das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Das Wetter war abends noch so unglaublich schön, dass ich den Sonnenuntergang einfach genießen musste nochmal an der frischen Luft. Und bin ganz spontan noch bei Mc's vorbeigegangen und mal gucken, was der Instagram-Filter sagt, was ich mir da legitimerweise holen darf. Und wir gucken nochmal, was mein Favorite McDonald's-Food ist. Oh mein Gott, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich. Den habe ich mir natürlich gerne geholt. Und zwar habe ich mir einen McFlurry geholt mit Oreo-Stückchen und Himbeersoße. Und Leute, diese Kombination ist so, so gut. Klingt vielleicht erstmal komisch, wird man vielleicht nicht kombinieren, aber diese Kombi ist mega gut. War super lecker, auch gerade bei dem Wetter. Einfach perfekt. Einfach ein perfekter Nachtisch. So Leute, ich habe mich jetzt soweit ready gemacht und bin jetzt ready für Bett, Snack und German Snacks Topmodel. Es gibt einen Filter, der einem sagt, welcher Snack am besten zu einem passt und den habe ich auch ausprobiert. Und der hat Folgendes gesagt. Früchte mit Schokolade. Nice, das sind Pralinen, glaube ich, ne? Heck geil. Ich habe sehr lange keine Pralinen mehr gegessen. Mit Erdbeeren zusammen. Daumen nach oben. Sehr nice. Pralinen und Erdbeeren. Eine random Kombi, wie ich finde, aber eine sehr leckere Kombi, wie ich auch finde. Ich habe hier noch von Weihnachten so eine Pralinen und zwar sind das von Lindt, so eine Kugeln. Und zwar in diesen Sorten, ich kann das jetzt von hier leider nicht lesen, Creme Brûlée, Nougat und Bratapfel, Leute. Oh mein Gott. Genau, die Packung wird es bei mir geben. Und eben dazu noch eine Schale mit Erdbeeren. Und da werde ich dann noch Honig drüber geben, damit das Ganze auch ein bisschen süß ist. Und dann habe ich einen sehr leckeren Night Snack. So Leute, ich würde sagen, da hat Instagram oder die Instagram-Filter haben da einen ziemlich guten Job gemacht. Denn ja Leute, alles in allem war das wirklich ein sehr, sehr leckerer Tag. Zwar ein ziemlicher random Tag, also manche Sachen hätte ich mir einfach so von mir aus niemals gemacht. Aber deswegen ist es gut, dass das Schicksal mir hier Sachen vorgegeben hat, die ich unbedingt mal probieren sollte, damit ich merke, wie cool die eigentlich sind. Und besonders gefreut habe ich mich natürlich über das McFlurry. Ich habe so lange kein McFlurry mehr gegessen, deswegen war das wirklich alles in allem ein sehr, sehr cooler und leckerer Tag und eine sehr, sehr coole Challenge, wie ich finde. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich wie immer gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo, damit ihr weitere Videos von mir nicht verpasst. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Halte bis dann auch wie immer die Ohren steif und genau. Ciao, Leute!